Hallo, heute geht es weiter in der Baugruppe und zwar, wir haben ja hier das Bauteil 1 und das Bauteil 2 mal so ein paar Abhängigkeiten vergeben. Es kommt ja auch mal vor, dass man immer mal Änderungen vornehmen möchte. Zum Beispiel kann man auch Teile ersetzen. Das heißt, möchte ich dieses Teil durch ein anderes Bauteil ersetzen, dann finden wir hier oben die Möglichkeit bei Home und dann Teil ersetzen. Da kann man durch ein Normteil ersetzen oder auch zum Beispiel durch ein neues Teil ersetzen, was ich dann hier in der Baugruppe erst erstelle, oder eben einfach durch ein vorhandenes Teil ersetzen. Jetzt gebe ich dieses Bauteil an oder diese Bauteile. Wenn ich jetzt mehrere Bauteile habe, kann ich natürlich auch mehrere auswählen. Gehe jetzt auf Akzeptieren und suche mir jetzt ein anderes Bauteil, was ich eben anstattdessen haben möchte. Ich habe mir mal noch ein Bauteil 3 angelegt, das sieht ein bisschen ähnlich aus. Die betroffenen Baugruppenbeziehungen müssen gelöscht oder unterdrückt sein, um den Vorgang abschließen zu können. Das heißt also, wenn die Bauteile anders sind, andere Außenmaße haben, andere Elemente haben und die Beziehungen nicht mehr stimmen, kann ich diese Beziehungen dann löschen oder unterdrücken. Ich lösche diese einfach mal und schon habe ich dieses Bauteil 2 durch das Bauteil 3 ersetzt. Und wie gesagt, dieses Bauteil hat hier kein Loch drin und deswegen war natürlich diese Beziehung mit diesem Zapfen dann hinfällig, deswegen kam diese Fehlermeldung. So einfach ist das eigentlich. Ich kann mir jetzt auch mal mehrere Bauteile einfügen oder ich kann dieses auch zum Beispiel kopieren. Ich kopiere dieses mal mit Steuerung und C und mache mal Steuerung und V und füge dieses einfach hier ein. Klick einfach mal und lasse das mal drin. Das mache ich dann nochmal. Und drückt das einfach weg und jetzt habe ich hier diese zwei Bauteile hinzugefügt. Und da habe ich eben das Bauteil 3, habe ich hier im Prinzip dreimal drin. Das heißt Bauteil 3, 1, Bauteil 3, 2, Bauteil 3, 3. Diese Bauteile sind jetzt alle identisch und sind auch voneinander abhängig. Wenn ich jetzt zum Beispiel dieses eine Bauteil mal ändere, ich gehe einfach mit Doppelklick rein oder geht auf Rechtsklick öffnen. Oder geht hier auf Datei öffnen und öffnet dieses Bauteil, könnt ihr das dann bearbeiten und alle anderen Teile werden dementsprechend dann an und für sich synchronisiert. Gehe ich zum Beispiel mal auf diese Skizze hier drauf und ändere hier mal den Durchmesser zum Beispiel. Ich mache einfach mal zum Beispiel 30 draus. Wird dieser Durchmesser dann 30? Gehe ich auf OK. Schließen und zurück. Und schon haben sich alle Durchmesser hier der drei Bauteile mit geändert, weil diese eben die gleichen sind. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel sage, ich möchte nur das eine Bauteil verändern, und alle zwei anderen sollen so bleiben, muss ich davon eine Kopie erstellen von diesem Teil. Das heißt also, speichern unter und dann Kopie erstellen. Ich zeige das mal, wie man das zum Beispiel auch machen kann. Wir gehen mal auf Datei, gehen mal auf Datei öffnen, öffnen unser Bauteil 3 und kann jetzt hier zum Beispiel sagen, ich gehe auf Datei, speichern unter und kann das jetzt als Kopie speichern hier. Kopie speichern unter. Jetzt suche ich mal einfach wieder den Ordner raus, den Projektordner, da bin ich jetzt gerade drin und sage zum Beispiel, ich mache aus dem einen Teil 3 das Bauteil 4, gehe jetzt auf Speichern und wenn ich jetzt auf Datei öffnen gehe, kann ich das Bauteil 4 öffnen oder ich füge es gleich in die Baugruppe 1 wieder ein. Das ist das Gleiche. Das könnte ich zum Beispiel auch tun. Also wo man das Teil dann bearbeitet, wie auch immer, ist dann an und für sich völlig egal. Die Abhängigkeiten, also die Änderungen werden automatisch dann immer übernommen. Das heißt also, wenn ich jetzt hier zum Beispiel das Teil wieder öffne, zum Beispiel mit Doppelklick, komme ich dann in dieses Teil rein und kann jetzt hier, wie gesagt, die Änderungen vornehmen. Zum Beispiel in dieser Skizze. Jetzt mache ich hier den Durchmesser wieder anders, wie ich den eben haben möchte. Ich mache mal 10 mm, da sieht man den Unterschied besser. Fertigstellen. Und wenn ich jetzt in diese Baugruppe 1 wieder reingehe, sehe ich,
dass die Teil 3 gleich sind, weil ich diese ja nicht geändert habe. Und das Teil 4, was ich mal eben erstellt habe durch dieses Kopiespeichern unter, kann ich jetzt unabhängig von den drei Teilen bearbeiten, da es ja ein einzelnes Teil jetzt ist. Also ich habe mir einfach das als Vorlage genommen, das Teil 3, habe Kopiespeichern untergemacht und kann das dann ganz unabhängig bearbeiten, denn das ist jetzt ein extra Teil und das hat mit diesen Teilen nichts mehr zu tun. Also haben wir ein Teil öfters, sind die Änderungen immer übernommen. Das heißt, ich muss mal ein neues Teil sozusagen erstellen. Das kann ich dann einfach mit Datei neu machen oder eben auch ein vorhandenes Teil als Vorlage nehmen, indem ich es einfach unter Kopie speichern, unter dann eben kopiere. Jetzt kann ich natürlich auch wieder hier das mit dem Ersetzen machen. Das heißt, ich mache zum Beispiel diese beiden Teile möchte ich ersetzen durch das Teil 4 zum Beispiel. Und schon habe ich nur diese zwei Teile durch Teil 4 ersetzt. So einfach ist das eigentlich. Man möchte dazu eigentlich nicht sagen. Ich denke, das ist eine relativ wichtige Sache, falls man zwischendrin immer mal einzelne Teile ändern möchte. Ja, gut. Dann bedanke ich mich erstmal wieder fürs Zuschauen.